Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wutamatti, und ich präsentiere euch ein Update-Video. Ein Update-Video für den Monat Juni 2019. Dieses Video wird auch wieder in zwei Teilen gemacht, weil es sind auch wieder einige Filme dazugekommen. Aber warum sehe ich meine Hände nicht? Irgendwas stimmt hier mit meiner Kamera. Ah, hallo! Hi, ich bin's, euer Wutamatti. Ja, ich zeige mich das erste Mal, weil ich möchte auch erstmal was loswerden. Danke für meine 16 Abonnenten. Ich habe ganze 16. Ich bin froh darüber. Danke. Und ich habe auch gestern einen Kommentar vom Moviepicker bekommen auf Instagram. Der findet meinen Kassenbon-Scherz sehr genial. Und ich sage auch da Danke zu Moviepicker. Dein Kanal ist Bombe. Genauso wie Patricks Kanal, der Filmangler. Bombe. Aber ich muss jetzt auch mal ernst werden. Es ist Samstag, kurz nach drei, besser Viertel nach drei. Ich sitze zu Hause, weil wir die Anweisung bekommen haben. Zu Hause bleiben. Ja, ich arbeite im Einzelhandel. Ich muss leider raus. Aber Leute, die im Büros sind oder Schüler, die müssen jetzt nicht draußen rumlaufen. Verbringt die Zeit zu Hause. Spielt PlayStation, spielt Xbox. Ihr könnt auch zu Hause mit euren Kollegen darüber reden. Ihr müsst aber jetzt nicht mit den Fahrrädern, auch wenn das Wetter genial ist draußen, rumfahren. Ihr müsst nicht in einer leeren Stadt rumlaufen. Es bringt nichts. Ich möchte nicht, dass wir in eine Quarantäne gesetzt werden oder Ausgangssperre haben. Bleibt einfach zu Hause, bleibt gesund, kümmert euch um eure alten Mitmenschen, kümmert euch um eure Familie, aber lauft nicht draußen herum. Ja, Lebensmittel müssen wir einkaufen, aber wir müssen nicht im Baumarkt Primen kaufen. Oder tonnenweise Primen. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber es ist eure Meinung. Irgendwann wird es Konsequenzen dafür geben. Ich möchte die Konsequenzen nicht abkönnen. Abhaben, entscheidet selbst. Aber bitte, bleibt zu Hause, denkt an die Kranken, die müssen zu Hause bleiben. Wir können gesund bleiben und wir sollten auch gesund zu Hause bleiben. Wir fangen direkt an, weil sonst rede ich mich in Rage mit dem ersten Film. Und zwar ein Film mit Mark Wahlberg und Rose Byrne. Plötzlich Familie, ab 6 Jahren. Die beiden Pärchen, verheiratet, kinderlos, adoptieren die Große, die hat aber noch 2 kleine Geschwister, ein Mädchen und den Jungen. Der Junge ist ein Weichei. Es ist eine seichte Unterhaltung. Ich habe mir mehr erwartet. Ich war auch ein bisschen enttäuscht am Ende, weil Mark Wahlberg, seine Zeit scheint irgendwie langsam vorbei zu sein. Man kann ihn sich einmal geben, man schmunzelt auch an manchen Stellen, aber man vergisst ihn wirklich sehr schnell. Standard Blu-ray mit Kassenbon. Hier, Moviepicker, da ist wieder einer. Ein Kassenbon. Standard Blu-ray reicht mir, gab es auch nur, oder DVD. Und das war Plötzlich Familie. Das war meine erste Blu-ray in diesem Monat. Als nächstes kam eine DVD dazu. Ein Film, der gut zu anderen Filmen reinpasst, wie Valentine's Day, Happy New Year oder Tatsächlich Liebe. Und zwar, wir unterhalten uns um den Film Mother's Day. Mit Julia Roberts, Kate Hudson, Jennifer Aniston. Ja, also Valentinstag oder Happy New Year und Tatsächlich Liebe. Um Welten, Welten besser. Der ist gut. Kate Hudson, die finde ich richtig heiß. Jennifer Aniston genauso. Julia Roberts sieht mit der Frisur aus wie Lord Helmchen. Ist ein schöner, seichter Film. Nicht nur zum Muttertag. Man kann ihn sich angucken. Man schmunzelt auch wieder darüber. Ich sage gerne schmunzeln, wie es aussieht gerade. Er musste einfach in meine Sammlung rein. Ich wusste nicht, dass es ihn gab. Ich habe ihn bestellt in Saturn und ich habe ihn bekommen. Auch hier wieder Kassenbon. Standard-DVD ab 0 Jahren. Guckt euch den mal an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Der unterhält euch. Genauso wie der nächste, den habe ich noch nie gesehen vorher. Und ich habe ihn bis jetzt auch noch nicht gesehen. Und zwar, es ist ein Film von Jim Henson. Und zwar, Der dunkle Kristall. Ab 12 Jahren. DVD. Special Edition. Mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Irgendwie, mehr kann ich nicht zu sagen. Oder er unterhält euch. Ich fand den Film Die Reise ins Labyrinth mit David Bowie und Jennifer Connelly schön. Geile Musik, geile Puppen, geile Action, geile Unterhaltung. Aber hier bin ich noch nicht zu gekommen, weil ich habe irgendwie Angst vor dieser Figur da. Ich finde die Pottenhessen. Nein, das ist nicht mein Fall, die Puppe. Irgendwann gebe ich dem Film die Chance, am freien Tag. Oder wenn ich Lust und Laune habe. Oder zu Hause bleiben muss. Aber bis jetzt leider noch nicht gesehen. Ich weiß, es gibt auf Netflix eine Serie. So sieht die Disc aus. Aber ich habe kein Netflix, weil das meiste, was auf Netflix läuft, sind Serien. Und ich mag keine Serien großartig. Und habe ich noch nicht gesehen, die Serie, auch noch nicht den Film. Also kann ich dazu wirklich nichts sagen. Aber zum nächsten Film, da kann ich was zu sagen. Und ich finde ihn Bombe.
Und zwar ein Film mit Viggo Mortensen und Mahershala Ali oder so ähnlich. Eine besondere Freundschaft. Green Book. Wow. Also der hat mir wirklich gefallen. Es geht darum, er sucht Jobs oder macht Nebenjobs und er ist ein bekannter Musiker zur Rassenzeit als Schwarzer, fährt in den Südstaaten, braucht einen Chauffeur. Und aus den beiden wird eine Freundschaft. Er schmeißt Müll auf die Straße, er sagt, aufheben, was ja auch richtig ist. Man sollte nicht die Umwelt versauen. Und so entwickelt sich eine Freundschaft, er prügelt sich auch für ihn. Toll. Und am Ende finde ich die Szene genial, wo die beiden am Tisch sitzen bei seiner Familie und essen zusammen. Und es ist wirklich eine Freundschaft entstanden. Auch hier, ups, der ist gerade runtergefallen. Kassenbon. Standard Blu-ray, davon brauche ich kein Mediabook, kein Steelbook, wenn es sowas gab. Da reicht mir die Standard-Edition und ich bin froh, dass ich diesen Film habe. Er ist Oscar-prämiert und ein Oscar-prämierter Film, der mir wirklich, wirklich gefällt. Und das war Green Book. Als nächstes, ich habe gerade gesagt, bei Dunkler Kristall, ich bin kein Serienfreund, stimmt auch, aber jetzt kommt eine Serie. Und zwar eine Serie, wo ich die erste Staffel hatte und ich so, du hast die erste Staffel, dann solltest du dir die zweite Staffel auch anschaffen. Und zwar, wir unterhalten uns um Ash vs. Evil Dead. Erste Staffel gesehen, zweite Staffel fing ich an. Ich so, worum geht's da? Ja, da musste ich erstmal die erste Staffel wieder gucken, aber die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, als ich mir den Film geholt habe. Und die musste ich mir erstmal vom Kollegen oder besser Arbeitskollegen wieder zurückholen. Dann habe ich die erste gesehen, die zweite habe ich angefangen und ich muss sagen, nein, die erste ist besser, die zweite fand ich irgendwie lahm. Aber es ist meine Meinung. Meine Meinung. Wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, schreibt sie mir in den Kommentaren. Tut es. Schönen Pappschuber dazu. Jetzt vergesse ich den Zettel für Darkseid 3. Hier ist so ein Videospiel. Werbung ist drin. Wenn ihr eine andere Meinung habt, sagt ihr mir was dazu mal in den Kommentaren. Schön, netter Pappschuber, aber leider mit den FSK-Klatschen drauf. Hässlich. Aber leider ein, zwei Folgen gesehen und danach ausgemacht. Nie wieder angemacht. Jetzt kommt wieder ein Film, wo ich sagen würde, Jugendsünde. Jetzt besser kommen vier DVDs, die ich aus so einer Krabbelkiste beim Saturn rausgeholt habe. Und wir fangen mit den ersten Filmen an. Und das ist wirklich eine Jugendsünde. Ich habe Teil 1, weil den ersten mit den Schauspielern. Und zwar, ich sage nur, voll normal. Und jetzt kommt Ballermann 6. Mallorca, das liegt doch auf Ballermann 6. Tom Gerhardt. Vollproll mit seiner Pudelmütze, Jürgen Drews auf sein Jetski, der dann auf einmal am Rhein ist. Es ist eine nette Komödie. Als Kind, als Jugendlicher habe ich ihn gemocht. Jetzt kann ich mir den auch noch öfters angucken. Aber man denkt sich, mein Gott, was hatte man früher einen komischen Humor? Aber das war Ballermann 6 Standard-DVD. Nichts Berauschendes, aber ein Film, den ich als Kind Jugendlicher gerne gesehen habe und deswegen musste er auch in meine Sammlung rein. Genauso wie der nächste Film, den habe ich als Kind jetzt wirklich gerne gesehen. Ein Film mit Christina Ricci und Bill Pullman und Dan Aykroyd in der kleinen Rolle als Geisterjäger. Und zwar, wir reden über das freundliche Geist, Kasper. Anfänge von CGI-Effekten, der Geist hier mit seinem riesen weißen Kopf. Ich rede davon, das ist der Geist, das ist der Wutametti. Niedlich. Also ganz ehrlich, es ist ein Kinderfilm. Man kann ihn sich mit seinen Neffen reinziehen oder Großneffen oder mit seinen Kindern. Ich glaube, die mögen sowas. Aber ich musste den auch haben, weil das irgendwie ein Film war, wo ich mich dran erinnert habe. Und ich dachte, den hast du nicht. Der liegt da in der Krabbelkiste. Nimmst du mit. Standard-DVD. Kein Wendecover. Doch, da ist ein Wendecover drin. Jetzt habe ich gelogen. Lügen haben kurze Beine. Und ich habe keine. Sorry. Das war Kasper. Jetzt kommt als nächstes ein Film mit Shelley Long, wo Steven Spielberg präsentiert, Geschenk ist noch zu teuer. Mit Tom Hanks. Geil. Ja, der Film ist geil. Also den habe ich gesuchtet als Jugendlicher, besser als Kind. Und ich habe den da gesehen. Ich so, nimmst du mit? Auch hier kein FSK-Flatschen drauf. Und ihr wisst, wirklich jetzt kein Männercover. Da seht ihr, weiß. Toll. Also ich war froh, dass ich den bekommen habe, in meine Sammlung reintun durfte. Und ich habe ihn. Und ich habe ihn mir auch direkt an den Tag reingezogen. Und ich habe wieder gelacht. Weil wirklich, dieses Haus sollte man abreißen, was Neues draufbauen. Also der Film ist einfach nur zum Schießen. Tom Hanks hatte wirklich in den 80er Jahren geile Filme. Big, Scooch and Hooch. Auch seine besonderen Filme wie Philadelphia. Toll. Forrest Gump, toll. Aber das war seine Glanzzeit, finde ich, meine Meinung nach. Auch wenn er früher danach Oscars bekommen hat. Und das war, Geschenk ist noch zu teuer.
In dem Film spielt auch der Bösewicht aus Stirb langsam 1 mit, dieser Langhaarige. Der spielt da einen Dirigent mit, der Ex-Freund von Shelley Long. Hat viel Text. Auch er spielt da gut. Oder ich will mal sagen, ganz genial. Ja, ich habe 97 meine Lehre als Gaswasserinstallateur gemacht. Ich wollte regulär Koch werden, aber ich habe keine Stelle als Koch bekommen. Dann habe ich einen Handwerksberuf erlernt. Jetzt arbeite ich im Einzelhandel, wie ihr gerade erfahren habt. Und zwar habe ich den Beruf gelernt, Gaswasserinstallateur. Gaswasserinstallateur, da gab es noch einen. Ich sage nur, Werner, Egon, die Russen kommen. Ja, Werner Beinhardt auf DVD. Muss ich da was zu sagen? Nein, außer Netlady, wie heißt er? Toll, einfach nur toll. Teils gezeichnet, ich sah nur das Fußballspiel. Geil, da bepisse ich mich. Sorry für den Ausdruck, YouTube. Da mache ich mir Pipi in die Hose. Ich finde den Film einfach zum Schießen. Röhrig, geil. Weil ich der Röhrig bin, das weiß doch jedes Kind. Toll, einfach nur toll. Rückseite, da ist der Röhrig, da ist der Egger. Egger, die Russen sind da. Einfach nur geil. Standard-DVD. Ja, es gab auch kurze Zeit später ein Steelbook davon auf Blu-ray. Aber mir reicht da die DVD, weil der Film hat schon ein bisschen am Buckel. Bild und Ton können sie nicht so hoch pushen, damit er besser wird. Deswegen DVD. Aber leider Zweitauflage, FSK, Klatschen drauf. Und das war Werner. Als nächstes kommt eine Blu-ray, besser gesagt, die letzten zwei Filme sind wieder Blu-rays und der nächste ist ein zweiter Teil. Den ersten Teil habe ich auch schon in einem Update-Video präsentiert und zwar, wir unterhalten uns über den Film Happy Death Day to You, Teil 2, FSK 12. Im Endeffekt täglich grüßt das Murmeltier als leichte Horrorkomödie, als leichte Horror-Teenie-Komödie. Teil 1 fand ich schon bescheiden, Teil 2 finde ich bescheiden. Na, auch hier wieder bestimmt, da ist er. Habt ihr ihn geblickt? Ein Kassenbon. Nee. Ich habe ihn gesehen, ich war enttäuscht, ich war auch schon vom ersten Teil enttäuscht, aber ich musste den zweiten Teil auch haben, weil wenn man Teil 1 hat, muss man auch Teil 2 haben. Wenn Teil 2 man hat und es gibt Teil 3, muss man auch Teil 3 kaufen. Und das war so ein Kauf. Jetzt kommt zu gesehen erstmal die letzte Blu-ray für diesen Update-Video. Und zwar, wir unterhalten uns um einen Film mit einem Meisterregisseur und einem Meisterschauspieler in seiner Jugend. Und zwar von Clint Eastwood, The Mule. Aber der Film ist nicht meisterhaft. Der ist mir zu ruhig. Er sitzt die ganze Zeit in seinem Pickup und fährt rum. Transportiert Drogen. Es spielt auch noch der Michael Pinar mit und Andy Garcia und genauso der, ja, wie heißt er? Lawrence Fishburne oder Lawrence Fishburne. Und der, ach Mann, Bradley Cooper, der Schönling aus Hangover. Nee, also, ich war enttäuscht. Der Trailer sah wieder vielversprechend aus, aber der Film war es leider nicht für mich. Blu-ray, auch hier wieder mal, Kassenbon. Warner Bros., da brauche ich nicht sagen, Wendecover, weil muss ich Kraft haben. Haben keine Wendecover. Standard. Naja, Blu-ray. Film, so lala. Guckt euch den mal an, macht eure eigene Meinung, weil ich sage hier nur das, was ich denke, was ich meine. Und das war The Mule. Und das war der erste Teil meines Update-Videos mit meinem Gesicht. Wenn es euch gefallen hat, dass ich mein Gesicht zeige, schreibt es in den Kommentaren. Oder macht einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann mache ich wieder meine Händchen. Passt auf euch auf. Bleibt zu Hause. Bleibt gesund. Kümmert euch um eure alten Mitmenschen. Geht für die einkaufen. Kauft nicht tonnenweise Klopapier, weil das braucht ihr nicht. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Ciao.